völlig klar, es braucht eine Steigerung vom HCD. Aber es ist wieder der SCB, der zum Abschluss kommt und jetzt durch Konecker auch in Führung geht. Erstes Playoff-Tor für den Topscorer aus der Qualifikation. Keine 4 Minuten hat es gedauert. Die Reaktion mit Axelsson, dann Marc Wieser, am Schluss von Heldnert. Auch das gefährlich und auch diese Scheibe drin. Und es ist Dick Axelsson, der die richtige Antwort gibt. Was für ein Auftakt in diese Partie. Markus Paulsson, dann Simeon. Wieder Paulsson in der Mitte, Stepanek zum zweiten Mal erwischt. Als hätten die Bündner auf den Rückstand gewartet. Dann aber erster Angriff 1:1, zweiter Angriff 2:1. Nächster Scheibenverlust von Erik Blum, das ist die Möglichkeit und das Tor. Devin Setoguchi, 3:1. Beim 2:1 hat David Schober die Scheibe ins eigene Tor abgelenkt. Hier unterläuft Erik Blum, ein folgenschwerer Fehler. Und Devin Setoguchi lässt sich nicht zweimal bitten. HCD bringt die Scheibe raus und kommt zum Gegenangriff. Dino Wieser, jetzt geht er selber in den Abschluss. Setoguchi, Tor! Der HCD stellt in der 17. Minute auf 4:1. Doppeltorschütze Devin Setoguchi. Genauso wie in Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen die Kloten Flyers. Bislang kein auffälliges Spiel von Dick Axelsson, obwohl er Torschütze war im ersten Drittel. Und hier kommt die nächste Möglichkeit für Setoguchi. Der Torjubel. Und es scheint, als würde das Tor zählen von Mauro Jörg. Aber Marc Wiegand natürlich wird sich das Ganze anschauen. Dann verhängt er auch noch eine Strafe. Und dann brandet Jubel aus in der Weiland Arena. Das 5:1 ist Tatsache. Auch diesen Zweikampf gewinnt der Kanadier. Der Pass zu Paulsson eigentlich gefährlich, aber nicht am richtigen Ort gelandet. Dafür diese Scheibe hier. 6:1. Paulsson mit dem Ablenker. André Sambühl, 11 Sekunden hat dieses Powerplay nur gedauert. Es ist das zweite Überzahltor am heutigen Abend für den HC Davos und damit das 10. insgesamt in diesen Playoffs. Der SC Bern kassiert heute Abend die höchste Pleite in der Saison 15-16, Qualifikation mit eingerechnet. Und dennoch ist das nur ein Sieg wert. Die Bündner verkürzen in der Serie gegen den SC Bern also auf 1:2.